ein bisschen gemeinsam zu lernen. Es ist schon der vierte Teil, nur die Stärksten sind heute dabei und machen weiter. Ich würde gerne den heutigen Abend einem Thema widmen, was meiner Meinung nach absolut wichtig ist, bevor wir mit Kommunikation anfangen. Das heißt, in den nächsten Stunden werden wir die Regeln für Kritik, für Lob, für Komplimente geben. Aber bevor man dieses Thema überhaupt als Ganzes angeht, würde ich gerne mit Ihnen besprechen, etwas, was absolut Basis ist. Und zwar, ich würde gerne über Selbstbewusstsein und Selbstkenntnis reden. Erinnert sich jemand, was die Hausaufgabe war? Was war die Hausaufgabe von der letzten Stunde? 50 Musiker aufschreiben. Danach davon, glaube ich, nur noch 10 und am Ende nur noch 5. Perfekt, genau. Die Hausaufgabe war genau das. Wir schreiben 50 positive Charaktereigenschaften von sich selbst auf. Okay, eigentlich ist normal, dass man Schwierigkeiten damit hat, weil normalerweise beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit den eigenen Fehlern. Wenn man jemandem sagen würde, jetzt setz dich mal hin und schreib mal 10 Sachen auf, wo etwas nicht so gut bei dir läuft, die meisten Frauen würden das sofort hinkriegen. Okay, unser Fokus ist aber, und das ist das Thema von heute, ist auf dem Positiven. Das heißt, es ist für mich extrem wichtig zu verstehen, was sind meine starken Charaktereigenschaften? Und zwar, was sind die stärksten von den 50? Das heißt, von den 50, ich wähle zuerst 10 und hinterher 5. Und diese 5 sind so wie meine 5 Finger. Okay, die 5 Finger meiner rechten Hand, das sind meine Hauptinstrumente, mit denen ich im Leben operiere. Die erste Sache, die ich Ihnen gerne aufgeben würde, und da fangen wir gleich schon mit der ersten Hausaufgabe. Ich würde Ihnen gerne eine Übung aufgeben. Und zwar, diese 5 Charaktereigenschaften, die Sie jetzt gewählt haben, ich würde Sie bitten, diese 5 Charaktereigenschaften sich jeden Morgen daran zu erinnern. Das heißt, erste Sache, wenn Sie aufwachen, wäre mal der eine sagt, sehr gut. Ansonsten denken Sie zuerst, bevor der Tag überhaupt anfängt, an die 5 stärksten positiven Charaktereigenschaften von sich selbst. Okay? So fängt der Tag an. Das heißt, muss ich das ungefähr vorstellen, dass wenn ich einen Job anfange, zuerst, ich gucke mir überhaupt, was sind meine Instrumente. Weil sehr, sehr oft ist mein Fokus auf dem, was nicht da ist. Und ich probiere aber meinen Fokus bewusst auf etwas zu lenken, was ja da ist. Okay, das heißt, wir fangen damit an, dass wir das Wissen über sich selbst, ja, dass wir das aus dem Unterbewussten rausnehmen, dass wir sagen, okay, ich kenne mich selbst. Und zwar muss diese Selbstkenntnis so weit gehen, dass wenn jemand uns kritisiert, okay, das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ita, du bist so und so, dass mein Selbstkenntnis so fest ist, dass ich mir ganz genau die erste Frage beantworten kann. Und zwar, ist es wahr, was die Person über mich sagt, oder ist es nicht wahr? Okay? Ich muss mir komplett, und meistens wissen wir, wer wir sind, aber es muss mir total, wenn zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommen würde und würde sagen, weißt du was, Nita, du bist einfach so hässlich und so blond und so dick. Okay, ich würde denken, okay, die Rede ist gar nicht über mich. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch unter der Brücke, ich bin nicht blond. Okay, ich bin sicherlich nicht hässlich und überhaupt nicht dick. Okay, wobei es nichts Negatives an sich ist. Okay, das würde absolut an mir vorbeigehen. Das geht um jemand anderen. Vielleicht hat sich die Person vertan, vielleicht redet die Person über sich selbst, aber über mich auf jeden Fall nicht. Und es ist wichtig, in den eigenen Charaktereigenschaften genauso eine Sicherheit reinzubekommen, dass wenn jemand mir sagt, okay, du bist so verantwortungslos. Aber ich weiß, ich bin es nicht. Okay, ich bin es tatsächlich nicht. Und deswegen, je mehr ich ein Verständnis von mir selbst aufbaue, ein Verständnis, was klar auf Fakten basiert, desto einfacher ist es für mich, mit anderen Menschen umzugehen. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie Selbstbewusstsein als solches in einer Person aufgebaut ist, bei einem Kind, okay, es gibt insgesamt zwei Sachen, die unser Selbstbewusstsein prägen. Das ist etwas, was uns von außen gesagt wird. Okay? Und es ist ein Bild, was wir selbst von innen aufgebaut haben. Bei einem kleinen Kind ist das innere Bild eigentlich nicht vorhanden. Okay? Mama sagt, gutes Mädchen, ich bin gutes Mädchen. Mama sagt, schöne Blume, schöne Blume. Mama, ist das grün genug? Ja, das ist es. Okay? Das heißt, das, was eigentlich ein Elternteil sagt, das nimmt ein Kind auf als das, was tatsächlich wahr ist. Okay? Jetzt bei einer erwachsenen Person sollte das innere Bild eigentlich so stark sein, dass die äußeren
äußeren Sachen, die reinkommen, sie werden schon wahrgenommen, aber sie werden nicht sofort für die bare Münze genommen. Okay, wogegen bei einem Kind, wenn Mama sagt, oh, jetzt bist du aber nicht nett, denkt das kleine, die kleine Ita, oh, jetzt bin ich aber nicht nett. Aber ich bin fast 40, okay? Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ita, aber du bist jetzt nicht mehr so nett, ich weiß, ob ich jetzt nett bin oder nicht. Ich brauche keinen anderen Erwachsenen, der jetzt reinkommt und mir etwas sagt. Okay, warum ist das wichtig? Weil sobald ich ein klares Bild über mich selbst erlange, ist es eine komplett andere Geschichte, wie ich mit Kritik anderer Menschen umgehe. Okay, sobald ich weiß, wer ich in Wirklichkeit bin oder nicht bin, ist es eine komplett andere Geschichte, wie ich auf die Negativität, die von außen möglicherweise von meinem Partner kommen kann, von anderen Menschen kommen kann, wie ich überhaupt damit umgehe. Okay, das heißt, die Hausaufgabe, die ich zuerst Ihnen gerne vorschlagen würde, ist diese Übung, erstens sich selbst diese 5 Charaktereigenschaften zu merken. Und ich habe diese Übung schon mit, ich weiß nicht, bestimmt Hunderten von Menschen gemacht. Und ich merke immer wieder, sogar Leute, die sich das aufgeschrieben haben, die wochenlang daran arbeiten, es gibt irgendwie einen Mechanismus, der es schwierig macht, dem Mensch selbst diese Eigenschaften sich selbst einzuprägen und zu merken. Und dann würde ich denken, ja, aber wenn ich das nicht weiß, wie soll das eine andere Person wissen? Ja, genau so ist es. Das heißt, ich arbeite daran, ein positives Bild von mir selbst aufzubauen. Und dieses Selbstbild wird dann automatisch auf alle anderen Personen ausstrahlen, vor allem auf meinen Partner. Wir haben letztes Mal gesagt, dass es eine Regel gibt in der Tora. Es gibt eine Regel, wir müssen unseren Nächsten so lieben wie uns selbst. Okay? Und das ist nicht nur einfach ein Satz, okay? Dahinter sind sehr, 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 sehr viel Weisheit. Und auf dem Level, auf dem wir jetzt sprechen, ist es wichtig zu verstehen, dass ich werde erstens nicht in der Lage sein, jemand anderen zu lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Und Liebe hat immer mit Wissen zu tun. Wenn ich mich nicht kenne, ich kann mich nicht lieben. Okay? Das heißt, ich kann niemand anderen wirklich lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe, wenn ich mich selbst nicht kenne und mich selbst nicht gut finde. Okay? Und dann auf den zweiten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass keine andere Person, und das ist etwas, was wir letztes Mal gesagt haben, keine andere Person wird mich jemals mehr lieben, als ich mich selbst liebe. Okay? Das heißt, bevor ich nicht eine Beziehung zu mir selbst aufgebaut habe, und das ist natürlich nicht etwas, was man einfach gemacht hat und das ist fertig, das ist natürlich ein Vorgang und ich, genauso wie andere Menschen, ich lerne sie besser kennen, ich lerne mich besser kennen in unterschiedlichen Situationen, aber es ist absolut wichtig, sich selbst gut zu finden. Und da würde ich gerne eine sehr, sehr schöne Stelle aus der Tora bringen. Es gibt ein sehr bekanntes Lied, welches wir traditionsmäßig am Freitagabend singen, das heißt Eshet Chayil. In vielen Häusern singt das der Mann, der ein Lied Shlomo HaMelech geschrieben hat, das steht in seinem Werk Mishlei. Jetzt Eshet Chayil würde man übersetzen, das hängt sogar, ich habe so ein Bild bei mir im Wohnzimmer, man würde das übersetzen als die ideale Frau, als die tolle Frau, die der König Shlomo besingt. Interessant ist aber, wenn man in das Hebräisch wirklich reinguckt, dann Chayil ist ein Wort, was nicht so einfach zu übersetzen ist. Eshet können wir uns darauf einigen, dass es die Frau ist. Jetzt, was heißt Chayil? Okay, es gibt viele, viele Kommentare drauf. Und eins, was ich neulich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen und passt zu unserem Thema eigentlich ziemlich genau. Das Wort Chayil kommt sehr selten in der Tora vor. Und vor allem, es kommt vor in dem Abschnitt, wo es um den Schwiegerpapa von Moshe geht, wo es um Itro geht. Itro kommt und schlägt vor, dass Moshe ein sinnvolles Gerichtbarkeitssystem aufbaut. Er sagt ihm, du musst nicht alle Fragen müssen zu dir gehen, sondern du musst ein System von Richtern aufbauen, dass so und so viele Richter sind für einen zuständig und so weiter. Und das Wort, was für die Beschreibung dieser Richter benutzt wird, ist Chayil. Was heißt Chayil? Die Kommentatoren sagen, Chayil in diesem Zusammenhang heißt reich. Diese Richter müssen reich sein. Was heißt das? Sie müssen reich sein. Es ist uns nicht egal, wie viel Geld sie haben. Es geht doch darum, wie viel Schätzungsvermögen jemand hat, wie gut er jetzt Sachen wirklich richten kann. Was heißt reich? Reich heißt in diesem Zusammenhang jemand, der keine Unterstützung von außen braucht. Okay? Also nochmal, Itro will ein System von Richtern aufbauen. Diese Richter sollen reich sein, aber nicht reich im materiellen Sinne, sondern reich in dem Sinne, dass sie keine Unterstützung von außen brauchen. Genauso wie eine reiche Person braucht eigentlich keine finanzielle Unterstützung von außen. Jetzt, was hat das mit uns zu tun? Was heißt das,
Eshet Chayil ist eine Frau, die reich ist. Uns wird jede Woche vorgesungen, wir müssen reich sein. Okay? Was ist das überhaupt für eine Anfrage? Eine Frau muss reich sein. Und dafür gucken wir in Perkei Avot und da steht eine bemerkenswerte Sache. Was heißt jemand, der reich ist? Wer ist überhaupt jemand reich? Wie werden Sie es definieren? Was ist Reichtum? Wer ist reich? Einfach Mikro an oder im Chat. Er hat alles, was er braucht. Er hat alles, was hat mit Bedürfnissen zu tun. Interessant. Der zufrieden ist, womit er hat. Der zufrieden ist, womit er hat. Okay, der zufrieden ist. Okay, da zitiert jemand sehr, sehr schön. Pierre Cabot sagt das. Wer ist reich? Das ist Reichtum ist nicht immer gebunden an die Bedürfnisse. Und unsere Bedürfnisse wachsen mit dem Reichtum. Das heißt, meistens steht in der Gemara jemand, der eine bestimmte Summe hat. Sobald er diese Summe bekommt, will er gleich mehr haben. Reichtum hat zu tun mit, oder das Gefühl, reich zu sein, hat damit zu tun, dass jemand, genauso wie es gerade eben zitiert wurde, jemand ist glücklich mit seinem Anteil, jemand ist zufrieden mit dem, was er hat. Das heißt, und Wilner Gaon zitiert sehr, sehr schön, er sagt, dass, was ist das Gegenteil davon, dass jemand reich ist? Das ist jemand, der arm ist. Und arm ist jemand, der nie in seinen Bedürfnissen befriedigt werden kann. Okay, das heißt, die Armut ist die Fähigkeit, genau, Ilana sagt ja richtig, Reich hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Das ist genau, was wir in der ersten Stunde besprochen haben, dass unser Zustand von Glück hat niemals mit Umständen zu tun, die uns umgeben. Sobald wir unser Glück an die Umstände knüpfen, ist es sofort verloren. Unser Glück ist eine bestimmte Charaktereigenschaft, ist eine bestimmte Midah, ist eine bestimmte Lebensphilosophie, mit der wir die Welt um uns sehen. Und Reichtum hat sehr, sehr viel damit zu tun. Reichtum hat damit zu tun, dass wir sagen, das, was ich habe, ist genug. Das, was ich habe, ist toll. Das, was ich habe, das reicht mir aus. Es ist eine bestimmte Lebenseinstellung, dass jedes Mal, dass ich in einer Lebenssituation bin, ich habe genau alles, was ich brauche, um damit zurechtzukommen. Wenn ich mehr bräuchte, würde ich das haben. Es ist nicht möglich, dass ich zu wenig habe, weil dann würde diese Aufgabe mir gar nicht gestellt werden. Das heißt, Reichtum und dieses Gefühl, von den Umständen ein bisschen unabhängig zu sein und zu sagen, ich bin glücklich damit, was ich habe, das ist eine Voraussetzung, das ist etwas, was wir, was der König Schlomo uns empfiehlt, anzustreben, dieses Gefühl von das, was ich habe, ist etwas Besonderes. Das, was ich habe, macht mich glücklich. Und ich kann mich erinnern, es ist einfach eine kleine persönliche Anekdote, als ich gerade mit meinem Mann frisch verheiratet war und ich einige auf diesem Call kennen meinen Mann, er ist ein sehr, sehr kluger, sehr, sehr besonderer Mann. Ich habe mit ihm besprochen, ich dachte jetzt, wir verheiratet, ich habe gesagt, was denkst du, was ist eigentlich die wichtigste Charaktereigenschaft in einer Frau? Für dich persönlich, was denkst du? Und ich dachte, er wird sich lange überlegen und wir werden vielleicht morgen weiterreden oder zumindest sagt er mir etwas, ja, diese Frau. Und er hat mir sofort eine Antwort gegeben. Das hat mich damals, ich kann mich da genau daran erinnern, es hat mich komplett rausgehauen. Er hat gesagt, natürlich weiß ich, was das ist. Ich sage, okay, dann er sagt so, meine Frau muss einfach glücklich sein. Das ist alles, und ich sage echt noch etwas, vielleicht möchtest du, dass sie auch klug ist und dass sie auch da sagt, so, es ist nett alles, aber das, was ich als die wichtigste Charaktereigenschaft in meinem Partner sehe, ich möchte einen Partner sehen, der glücklich ist. Und wenn wir so ein bisschen in uns hineingehen und uns auch erinnern, was wir letzte Stunde besprochen haben, wie toll ist es, neben jemandem zu sein, dem es gut geht? Wie toll ist es, neben jemandem zu sein, der eigentlich total umstandsunabhängig in der Lage ist, einfach das Beste in der Situation zu sehen, zu sagen, ich bin genau da, wo ich bin und ich mache genau das, was ich machen sollte und ich mache das einfach so gut, wie ich das einfach nur machen kann. Und ich denke, das ist etwas, was sehr anstrebenswert ist. Das ist etwas, was sehr schwer ist. Aber das ist das, was wir letztendlich in den Menschen neben uns suchen. Wir suchen diesen Zustand, der absolut und sofort sogar auf dem hormonellen, auf der hormonellen Ebene auf uns abfärbt, diesen Zustand von, diese Person ist einfach glücklich, diese Person ist einfach da wo sie sein möchte. So, jetzt im zweiten Schritt würde ich gerne Folgendes besprechen. Das heißt, wir haben gesagt, dass wenn jemand zu mir kommt und eine Kritik mir gegenüber ausspricht. Es ist sehr wichtig für mich zu verstehen, das, was diese Person jetzt redet, hat das überhaupt etwas mit mir zu tun
Oder hat das in Wirklichkeit nur etwas mit der Person zu tun? Das heißt, sehr, sehr oft, wenn Menschen zu uns scheinbar über uns reden, hat das in Wirklichkeit nichts mit ihnen zu tun. Mit mir zu tun, sondern es hat nur etwas mit der Person selbst zu tun. Das heißt, es kann sein, dass diese Person jetzt unzufrieden ist, dass diese Person beleidigt ist, und dann ist es extrem wichtig für mich, mich einfach zu zentrieren und zu sagen, es war eigentlich gar nicht über mich. Es wurde jetzt in meine Richtung vielleicht geschossen, aber in Wirklichkeit hat es nichts mit mir zu tun, weil das einfach nicht wahr ist. Ich bin nicht so. Es kann sein, dass diese Person mich sieht, okay, aber das ist einfach nicht wahr. Im zweiten Schritt, ich muss mir überlegen, ist es schlimm, dass diese Person jetzt über mich im Unrecht ist? Okay, bin ich nicht auch manchmal im Unrecht? Okay, und es ist okay. Ich mache auch manchmal Fehler. Und diese Person macht jetzt aus irgendwelchen nur ihr verständlichen Gründen einen Fehler in ihrer Einschätzung von dem, wer ich bin. Und ich kann damit leben. Diese Person sieht mich einfach falsch. Okay, jetzt, wir haben dann gesagt im zweiten Schritt, wie wichtig es ist, ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ein Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass das Bild, was mir von außen über mich auferlegt wird, nicht unbedingt wahr ist. Ich bin eine erwachsene Person. Ich bin in der Lage, ein Bild von mir von innen aus aufzubauen und zu wissen, eine bestimmte Unabhängigkeit der Schätzung einzubauen und zu sagen, jemand sagt vielleicht, du bist keine Ahnung, also gute Köchin, du bist jemand, der sehr unsensibel ist, aber ich weiß, wer ich bin. Und manchmal, es kann sein, dass diese Person recht hat, dann werde ich gehen und ich werde mich entscheiden, vielleicht an dieser Charaktereigenschaft zu arbeiten. Und manchmal werde ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Zeit in meinem Leben, um irgendwelche großen Sachen in mir zu verändern. Ich werde diese Sache einfach so in mir lassen. Dann haben wir gesagt, dass Eshet Chayil und Shlomo HaMelech uns vorschlägt, in einem gewissen Sinne ein Reichtum von innen aus aufzubauen. Ein Reichtum in dem Sinne, dass ich sage, dass eine der wichtigsten Charaktereigenschaften, die ich in mir aufbaue, ist dieses Sameach Bechelkot zu sein, glücklich zu sein mit dem, was ich habe. Und nicht nur passiv glücklich zu sein, sondern bewusst meinen Fokus darauf zu richten, was in meinem Leben richtig läuft. Weil unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir meistens, wenn wir eine perfekte, keine Ahnung was, Tischdecke vor uns sehen und irgendwo ist ein kleiner Fleck, werden wir genau auf diesen Fleck schauen. Das ist einfach unsere Psyche, sie ist so aufgebaut. Und es erfordert sehr viel Aufwand, um den Fokus aber genau auf die richtigen Sachen zu lenken. Das heißt nicht, dass ich diesen Fleck nicht bemerke, dass ich sage, nein, alles ist wunderbar. Aber das, was ich als den Größteil meines Lebens sehe, das ist gut. Und dann werden wir merken, je mehr wir uns auf den Positiven in uns selbst konzentrieren, je mehr wir in der Lage sind, die guten Charaktereigenschaften in sich selbst zu sehen, das wird unsere Einschätzung der Personen um uns herum verändern. Das heißt, je mehr ich den Fokus in mir selbst auf dem Positiven habe, je mehr ich im Frieden mit mir selbst bin, desto mehr werde ich Personen und vor allem meinen Partner in einem komplett anderen Licht sehen. Das heißt, ich probiere meinen Fokus immer auf das Positive zu lenken und zu verstehen. Was sind meine positiven Charaktereigenschaften? Was sind die wichtigsten davon? Weil das sind meine stärksten Instrumente, die ich habe. Und wie kann ich diese benutzen, um wirklich mein Leben besser aufzubauen? Also in diesem Zusammenhang würde ich gerne ein Konzept erwähnen, was meiner Meinung nach einer ist, der im Judentum sehr, sehr oder von außen vom Judentum sehr, sehr missverstanden wird. Und zwar dieses Konzept heißt Zniut. Klassischerweise wird das als fast ein Schimpfwort benutzt. Es ist ein Wort, was als Bescheidenheit übersetzt wird. Okay? Das heißt, die Gesetze, die eine meistens sagt man, eine Frau einhalten muss, das heißt, sie muss bedeckt sein, überall, alles muss am besten zugedeckt sein. Und ich würde gerne Zniut ein bisschen anders übersetzen, ein bisschen anders auch in diesem Zusammenhang erklären. Es gibt tatsächlich Gesetze, dass eine Frau muss bestimmte Teile ihres Körpers zudecken. Aber der Sinn von diesem Zudecken ist nicht einfach, dass diese Sachen dürfen nicht gesehen werden, sondern Zniut würde ich am ehesten als Selbstbewusstsein übersetzen und ich erkläre Ihnen gleich, warum. Zniut meint, dass sogar wenn ich weiß, dass ich bestimmte Sachen habe, okay, zum Beispiel, ich habe wunderschöne Beine, okay, die Welt wird sie nie wirklich sehen, aber meine Beine sind tatsächlich auch nach 5 Geburten sehr, sehr schön, okay, aber ich habe nicht das Bedürfnis,
der ganzen Welt etwas zu beweisen. Ich habe nicht das Bedürfnis, der ganzen Welt zu zeigen, etwas, was ich habe. Und das ist ein riesiger Teil vom Selbstbewusstsein. Das heißt, es kann sein, dass ich nicht nur, es geht gar nicht um unbedingt immer um das Physische, aber es kann sein, dass ich eine bestimmte Charaktereigenschaft habe. Es kann sein, dass ich ein bestimmtes Talent habe. Und ich weiß, dass ich es habe. Und ich habe nicht das Bedürfnis, dieses Talent der ganzen anderen Welt zu beweisen. Warum? Weil ich weiß, ich habe das. Ich habe es nicht notwendig, dieses Feedback von außen zu bekommen, zu sagen, oh Ita, du bist ein gutes Mädchen, du bist schön. Ich weiß, ob das wahr ist oder nicht. Okay? Das heißt, es ist wichtig, im Leben eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Klarheit über sich selbst aufzubauen. Okay? Und weniger auf der Meinung von anderen Menschen, auf diese Meinung sich zu verlassen. Ich kann mich erinnern, als ich noch ganz, ganz klein war, mein Papa hat mir etwas beigebracht, was ich zu der Zeit gar nicht so richtig verstanden habe. Aber je mehr Zeit jetzt vergeht, desto mehr verstehe ich, wie recht er hatte. Er meinte, dass wenn man die Straße runterläuft, okay, und es kommt jemand entgegen, und diese Person sagt zu dir, du bist ein Idiot, okay, dreht sich um und sagt zu mir, du bist ein Idiot. Sagt, wenn du daraufhin beleidigt bist, okay, dann hatte diese Person recht. Okay. Wenn du tatsächlich dich für die Meinung von jemand anderem interessierst, der dich noch nicht mal kennt, okay, dann läuft da etwas nicht richtig. Das ist jetzt vielleicht eine übertriebene Situation, aber wie oft im Leben hören wir oder lassen wir uns beeinflussen in unserer Meinung über uns selbst von Menschen, die echt überhaupt keine Ahnung von uns haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht so wirklich eine Ahnung. Wir selbst kennen uns noch nicht mal richtig. Wie sollen andere Menschen uns kennen? Okay. Wie wichtig es ist, eine gewisse gesunde Grenze aufzubauen und zu sagen, wenn ich zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse mit Frauen unterrichte, es ist ein extra Thema für Frauen, die schwanger sind, weil alles sehr, sehr einen Einfluss auf einen hat. Wie wichtig es ist, und ich sage das bewusst als Übung, wählen Sie tatsächlich Menschen, ich weiß nicht wie viele, 3 Menschen, 5 Menschen und nur diese Menschen können auf sie einen Einfluss haben. Die Meinung anderer Menschen, einfach bewusst zu sagen, das interessiert mich nicht, das ist nicht etwas, was relevant ist, das ist nicht über mich einfach. Okay? Und im Familienleben spielt es auch eine riesige Rolle. Weil wenn ich in einer Beziehung mit einer anderen Person ist, es ist extrem wichtig, dass ich dieser anderen Person als ein Erwachsener gegenüber trete. Das heißt, dass ich mit einem Selbstkenntnis und mit einem Selbstbewusstsein komme, wo der Partner nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, vielleicht darf ich das so nicht sagen, weil die andere Person sofort in Gefahr ist. Und wir kennen Menschen, denen man gar nichts sagen kann, weil sie sofort komplett verängstigt sind. Oh, vielleicht bin ich in Wirklichkeit so. Okay? Es ist wichtig, eine Partnerschaft von 2 Erwachsenen aufzubauen, die sich sicherlich Sachen sagen können und auch Sachen sagen müssen und miteinander einen Austausch haben müssen. Aber es ist wirklich wichtig, das auf einer Erwachsenenebene zu schaffen, wo nicht immer, wenn ich dir etwas sage, du das sofort für bare Münze nehmen. Du musst das hören, weil das meine Gefühle sind, weil ich die Situation so höre. Aber heißt das, dass ich dich jetzt, sobald ich dir dieses Etikett gegeben habe, dass es sofort wahr ist? Nein, das heißt es nicht unbedingt. Okay, das heißt, mein Selbstbewusstsein als eine erwachsene Person baut im ersten Schritt auf meiner Selbstkenntnis auf. Und im zweiten Schritt, es baut darauf auf, wie viel ich das Gefühl habe, dass ich das Richtige in meinem Leben tue. Das heißt, es baut auf meine Fähigkeit, meine freie Wahl richtig einzusetzen. Jedes Mal, dass ich eine gute Wahl getroffen habe, ich kann mich auf der Schulter klopfen und sagen, weißt du was, du hast gewonnen, du hast etwas Tolles gemacht. Und jedes Mal, das ist ein Kreis, der sich dann schließt. Ich kann sagen, ich habe jetzt etwas Besonderes gemacht und das addiert, das nimmt, sozusagen das macht mein Selbstbewusstsein größer. Das heißt, das, was wir bis jetzt gesagt haben, wir haben gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn man in Beziehungen mit anderen Menschen trifft, überhaupt sich selbst, und wir kennen uns natürlich, aber sich selbst formuliert zu kennen, diese Eigenschaften tatsächlich wirklich aufzuschreiben. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass mein Selbstkenntnis sehr stark mit meinem Selbstbewusstsein zu tun hat, dass ich als erwachsene Person in Beziehungen mit anderen erwachsenen Personen einen sehr, sehr starken so wie Rückengrat brauche, ein sehr, sehr starkes Verständnis davon, wer ich bin. Je mehr ich das habe, desto gesünder werde ich in der Lage sein, mit Kritik anderer Menschen umzugehen,
weil ich werde auch in der Lage sein, richtige Kritik tatsächlich zu hören, weil ich bin dann nicht in Gefahr, oh, vielleicht bin ich jetzt schlecht, wenn diese Person mich so und so beschreibt, okay? Nein, diese Sache, diese einzelne Sache, dieser kleine Fleck auf der Tischdecke ist vielleicht nicht richtig, aber ich kann damit leben, weil ich verstehe, das ist eine Blume im Bouquet von ganz, ganz vielen, okay? Wir haben gesagt, dass ein gewisses innerer Reichtum ist notwendig, ein Verständnis davon, dass das, was ich habe, ist genug und wirklich in sich das zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, als ich noch klein war, gab es die ersten Computerspiele. Und dann gab es die ersten Labyrinthe mit Mario Brothers, wo man noch so saß und gespielt hat. Und ich kann mich erinnern, dieses Gefühl, wo man in diesem Labyrinth ist und man kommt irgendwie nicht voran. Also ich hasse Labyrinthe auch im echten Leben, aber dieses Gefühl, wo man nicht weiß, wo man... Aber trotzdem, wenn man dort ist, versteht man, dass es gibt einen Ausgang. Okay, weil wenn es keinen Ausgang gäbe, würde dieses Spiel überhaupt keinen Sinn ergeben. Dieses Spiel gäbe es dann gar nicht. Und dieses Labyrinthgefühl im Leben auch zu entwickeln, zu verstehen, dass auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt nicht vorankommen zu können, es gibt einen Ausgang, weil ansonsten würde diese Lebenssituation gar keinen Sinn ergeben. Okay, es muss ein, und das ist dieses Gefühl von Reichtum. Das, was ich habe, das ist genug. Ich als Mario Brothers, ich habe die Fähigkeit, aus dieser Situation richtig rauszukommen, in dieser Situation wirklich erfolgreich zu sein. Und genauso wie beim Snoot dieses Gefühl zu haben, ich weiß, dass ich es habe, ich weiß, was ich habe, okay? Und ich habe nicht das Bedürfnis, des anderen Menschen zu beweisen. Das heißt, wenn jemand mich kritisiert, diese Person ist im Unrecht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt kommen muss und ich muss es richtig stellen. Nein, aber in Wirklichkeit, ich bin anders und total, du hast es falsch verstanden. Okay, diese Person sieht mich so, ich kann ihr dieses Recht belassen, mich so zu sehen, wie sie es gerne möchte. Ich habe nicht das Bedürfnis, dass ich allen etwas über mich erzählen muss oder allen etwas über mich beweisen muss. Und das ist ein großer Teil davon, wie ein erwachsener Mensch sich mit anderen erwachsenen Menschen in Beziehungen verhält. Er ist sich sicher da, wo er ist. Er kann gesund damit umgehen, dass andere im Unrecht sind. Manchmal, so wie sie ihn einschätzen. Er versucht sich natürlich mit Menschen zu umgeben, die schon meistens recht haben. Okay, und man lässt nur die Menschen rein in den Kreis des eigenen Einflusses, die man wirklich auch in diesen Kreis reinlassen möchte. Das heißt, jemand, der mir nur die Straße entgegenläuft, hat einfach nicht die Möglichkeit, es ist ein Panzerglas zwischen uns, seine Meinung ist vielleicht amüsant, okay, aber ist eigentlich total irrelevant und hat mit mir als Person eigentlich so in dem Sinne nichts zu tun. Okay, also die erste Hausaufgabe, die ich Ihnen sehr vorschlagen würde zu machen, ist wirklich tatsächlich jeden Morgen den Tag damit anzufangen, dass Sie an die 5 Charaktereigenschaften denken, die Ihre stärksten und Ihre besten Charaktereigenschaften sind. Wir werden in der nächsten Stunde sprechen, wann man sie noch bewusst einfach sogar die Erwähnung davon benutzen kann. Wenn Sie es schaffen, ich würde Ihnen empfehlen, zumindest 20 positive Charaktereigenschaften Ihres Partners aufzuschreiben. Okay, und es ist ein Express, ist nicht so leicht, aber morgens auch zuerst, bevor der Tag anfängt, zuerst an seine 5 tollen Charaktereigenschaften zu denken. Okay, und dann würde ich gerne Ihnen vorschlagen, etwas zu machen, was fast das Gegenteil davon ist, was wir bis jetzt als Hausaufgabe gemacht haben. Ich schlage Ihnen vor, zu überlegen, wo Sie in Ihrer Erwartung an sich selbst sich überschätzen, okay, wo Sie Ihre positive Charaktereigenschaften überschätzen und sich dadurch in schwere Umstände versetzen, okay, wo Sie sich bewusst zum Beispiel in Situationen stellen, wo Sie sagen, okay, ich kann das schaffen, ich kann das machen, aber in Wirklichkeit können Sie es nicht, okay, weil Zeit fehlt, weil Fähigkeit fehlt, okay, das heißt, welche Charaktereigenschaften von sich selbst überschätzen Sie, okay, indem Sie sich in Situationen reinbringen, die eigentlich nur sehr, sehr schwer zu schaffen sind. Ist es ein bisschen klar? Ja? Nein? Okay, ich gucke mal, es gab etwas im Chat. Es gab ganz schön viel.
Wenn ein Mensch mit einem Talent beschenkt ist, nur für sich, ist es zu behalten, wäre es zu schaden. Wenn es der Teufel will, muss vor allem Probleme, wie kann es mit Nutzen verbunden werden? Soll man auf die Auftritte verzichten, als Frauen nur für den Frauen auftreten? Okay. Also es gibt hier einige Fragen, die gestellt werden. Also zuerst ist es die Frage von der Tora aus, ist es erlaubt, den Frauen vor einem Publikum als zum Beispiel jetzt Pianistin aufzutreten? Also es ist sicherlich eine Frage, die jeder seine eigenen halachischen Autorität stellen kann. Wenn Sie mich fragen, es ist aus dem, was ich weiß, nicht verboten, einer Frau aufzutreten, auch vor anderen Männern, wenn sie als Pianistin auftritt. Die Frage, die Sie aber eigentlich stellen, ist, wie kann das sein, dass jemand, der talentiert ist, dass diese Person dieses Talent für sich selbst behält? Ich habe nicht gesagt, dass sie ihre Talente für sich selbst alle behalten sollen. Ich habe gesagt, dass sie ihre Talente nicht ausstellen, nur einfach, um Bestätigung zu bekommen. Okay? Wenn ich ein Talent mit der Welt teilen möchte, ist es eine super tolle Sache und wahrscheinlich wurde mir dieses Talent tatsächlich aus diesem Grund gegeben. Okay? Nicht jedes Talent, aber viele vielleicht schon. Okay? Aber ich werde dieses Talent mit der Welt teilen, nicht weil ich ein Bestätigungsbedürfnis brauche. Okay? Dass mir jemand zu mir kommt und sagt, Ita, du bist ein gutes Mädchen. Und ich sage, oh, wirklich gutes Mädchen. Danke, für heute fühle ich mich gut. Und diese 5 Euro an Komplimenten reichen mir dann bis morgen. Ich teile dieses Talent, weil ich das Bedürfnis habe, es zu teilen. Okay? Ich mache mein Selbstwertgefühl nicht von diesem Talent abhängig. Das ist eine wunderschöne Blume im Bouquet von vielleicht ganz vielen anderen Blumen. Okay? Das heißt, ich teile meine Talente schon mit der Welt, aber nicht aus dem Bedürfnis applaudiert zu werden. Ich teile es, weil ich es einfach teilen möchte, weil das einfach ein Teil von mir ist und nicht um von außen Bestätigung zu bekommen. Eine Frage zu der Sache, wenn jemand Fremdes mich beurteilt, wenn mich jemand gut beurteilt, muss ich das auch nicht persönlich nehmen. Okay, also wiederum, wenn jemand mich kritisiert, jemand jetzt mit einer negativen Einschätzung kommt, dann muss ich mir überlegen, eigentlich genauso wie mit der Positiven. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist das und das, ich muss mir im ersten Schritt überlegen, ist es wahr, ja oder nein? Okay? Meistens kann man daran sehen, dass es wehtut, dass es schon wahr ist. Uns tun keine Sachen weh, die eigentlich komplett nicht wahr ist. Etwa, wenn Schmerz dort ist, sehr, sehr oft wird es wahr sein. Also im zweiten Schritt muss ich mir überlegen, ist es etwas, woran ich schon gearbeitet habe oder nicht? Wenn es nichts ist, woran ich gearbeitet habe, ich kann sagen, okay, das ist ein Teil davon, wie ich geboren wurde. Ich kann mich entscheiden, daran zu arbeiten, weil es mir wichtig ist, diese Sache richtig zu stellen. Und ich kann mich entscheiden, diese Sache so zu lassen, weil sie mich nicht wirklich stört oder jemand in meiner Umgebung. Okay? Aber es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass viele Sachen, die in uns drin sind, ich meine, wir werden jetzt nicht tief reingehen, Kindheit und so weiter, aber die sind gar nicht mal unsere Schuld. Wir wurden so geboren. Das ist die Prädisposition von meiner Seele. Und ich habe diese Charaktereigenschaften, genauso wie die anderen positiven Charaktereigenschaften, als ein Geschenk von meinen Eltern mitgegeben bekommen oder von dem Umfeld oder wie auch immer. Okay? Aber es ist nicht wirklich mein Verdienst. Mein Verdienst ist da, wo ich meinen Charakter nach oben geschoben habe, wo ich etwas geschafft habe, was für mich nicht natürlich ist. Deswegen ist es so super, Sachen von Menschen zu lernen, für die es nicht natürlich ist. Zum Beispiel jemand, der von Natur aus super organisiert ist, ist es sehr schwer, von dieser Person zu lernen, weil für diese Person ist es so natürlich, sie kann es noch nicht mehr erklären, wie sie es macht. Okay? Jetzt jemand, der ein Schlamassel im Haus ist sonst, aber hat sich organisiert, diese Frau wird meistens erklären können, wie das funktioniert, weil das war ihre persönliche Arbeit, die sie investiert hat, um wirklich so zu werden. Okay, es gab noch eine Frage. Haben die Talente nicht mit der Mission der Menschen? Ja, sicherlich haben Talente mit der Mission von jedem einzelnen Menschen zu tun. Aber wiederum, es ist entscheidend, warum teile ich dieses Talent mit der Welt? Teile ich das, weil es einfach etwas ist, was wichtig ist zu teilen? Oder teile ich das, weil ich eine Definition von mir selbst brauche? Wenn jemand mich beurteilt, beruht es nicht auf einer subjektiven Wahrnehmung. Also auch wenn ich mich nicht so sehe, heißt das ja nicht, dass die andere Person mich nicht so sieht. Genau, und genau so sehe ich das. Das ist einfach so, wie die andere Person mich sieht. Okay, das ist vielleicht nicht mehr. Kann es manchmal wahr sein? Ja, es kann manchmal wahr sein. Ist es sehr oft unwahr? Ja, es ist sehr oft leider unwahr. Und es ist wichtig, es ist eine bewusste Entscheidung. Genauso wie, keine Ahnung, ich entscheide bewusst, wen ich in mein Haus reinlasse. Okay, die Tatsache, dass jemand einfach mein Haus besuchen möchte, heißt nicht, dass ich diese Person reinlasse. Ich überlege mir an der Tür, lasse ich diese Person rein oder nicht. Und genauso mit Einschätzung von mir.
lasse ich diese Einschätzung von mir jetzt wirklich in meine Realität rein? Oder ist es etwas, was eigentlich irrelevant ist, etwas, was ich lieber aus dieser Realität ausblenden würde? So, gab es noch irgendwelche Fragen, etwas, was Sie gerne teilen möchten, etwas, was für Sie wichtig ist? Ich glaube, es ist wichtig für Hanna, dass ich erwähne, dass dieser Unterricht von Torah mit Zion gesponsert wird. Und ich glaube, sie hat jetzt einen Link auch geteilt, wie jemand, der möchte, gerne diesen Unterricht unterstützen kann. Ich habe jetzt in dem Chat gepostet meinen Telegram-Kanal, falls Sie irgendwelche extra Infos gerne von mir lesen möchten oder ankündigen des Unterrichts, können Sie sich gerne dort anmelden. Noch irgendwelche Fragen, Wünsche? Lieder, etwas, was Sie gerne mit allen teilen möchten? Nein? Okay, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass zu dieser späten Stunde so viele Frauen sich versammelt haben. Ich wünsche uns allen sehr, sehr viel Selbstkenntnis, Selbstbewusstsein und wirklich ein tiefes Gefühl, dass ich weiß, wer ich bin. Ich bin es wert, von mir selbst und von Menschen um mich herum geliebt zu werden. Es ist so, so wichtig, vor allem für Frauen, sich absolut und immer auf den Positiven zu konzentrieren, weil unsere Stärke ist es, dass wir, unsere Stärke ist Wachstum. Wir sehen, wie andere Menschen wachsen sollen. Wir sehen immer Verbesserungspotenzial. Und manchmal ist die Gefahr, dass wir uns so sehr auf diesen Verbesserungspotenzial konzentrieren, dass wir vergessen, was eigentlich da ist. Und je großzügiger wir mit uns selbst vor allem sind in der Einschätzung und in diesem Gefühl wirklich, dass man sich selbst gut findet, desto großzügiger werden wir mit anderen Menschen sein und desto mehr werden diese anderen Menschen uns diese Liebe und diese einfach das Gefühl von aufgenommen zu sein, wirklich mit uns teilen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat für mich wie immer sehr viel Spaß gemacht. Kommen Sie nächste Woche wieder um 21 Uhr. Wir machen den 5. Teil von den 8 Geheimnissen. Danke, dass Sie da waren. Bye.